Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für die Vorschusslorbeeren, denen ich gerne hoffe, gerecht zu werden. Wobei ich vorweg sagen will, dass unsere Devise immer ist, dass die eigentlichen Expertinnen diejenigen sind, die sich mit diesen Problemen vor Ort sehr konkret auseinandersetzen. Insofern freue ich mich auch sehr auf den Austausch und bin gespannt auf Ihre Erfahrungen mit der Thematik. Wir als Miteinander e.V. sind ein landesweiter Träger in Sachsen-Anhalt, arbeiten eigentlich zum Thema Rechtsextremismus, wobei die Verschwörungserzählungen ganz oft ja auch von Rechtsextremen befördert und getragen werden und auch rechtsextreme Inhalte besitzen. Insofern passt das ganz gut zusammen, machen seit 20 Jahren Bildungs- und Beratungsarbeit im Themenfeld. Ich kann nachher auch nochmal oder hinten an der Folie dran sind auch nochmal die Kontaktdaten, wer sich dafür interessiert, was wir so tun. Wir haben es heute schon gehört, ganz neu ist das Thema nicht. Verschwörungen, Verschwörungserzählungen hat es immer gegeben. Ich verweise hier nur auf die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Das ist ja eine uralt antisemitische Verschwörung. Oder auch auf die Pogrome im Mittelalter, immer nach den Gerüchten über Brunnenvergiftung durch jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen. All das zeigt, dass wir tatsächlich mit Verschwörungen es schon immer zu tun gehabt haben und wir auch das Thema, glaube ich, nicht loswerden. Neu ist aber, zumindest habe ich den Eindruck, der Grad der Verbreitung und der medialen Thematisierung von Verschwörungserzählungen und damit verbunden eine ganz konkrete Herausforderung, vor Ort mit Menschen umgehen zu müssen, die meinen, dass das zu bestimmten Handlungen aktivieren könnte. Gefördert und gepusht wird das seit einigen Jahren durch neue Phänomene auch im rechtsextremen Bereich. Jetzt hoffe ich mal, dass ich irgendwie die. Ha, jetzt klappt's. Die sozusagen über den eigentlichen Kern hinausgehen. Also, weil eine Zeit lang war es tatsächlich so, dass man sagen konnte, was man an Problemen und Konfrontationen hat. Das hat einen nur betroffen, wenn man sich konkret damit beschäftigt hat oder in bestimmten Bereichen gearbeitet hat, aber über bestimmte Szenen hinaus spielte das oft medial keine Rolle. Aber insbesondere seit 2013, 14 etwa mit so Phänomenen wie Pegida oder der sogenannten neuen Friedensbewegung, wo dann irgendwie es nochmal so vor ein paar Jahren so einen Push gab, was die Friedensbewegung angeht, aber vor allen Dingen getragen von Leuten, die das eben damals schon mit Verschwörungen und antisemitischen Erzählungen verbunden haben. Oder jetzt ganz neu die sogenannten Hygienedemos oder so dieses Bündnis der sogenannten Querdenker zeigen eben, dass es sozusagen nicht ein Phänomen ist, was sozusagen auf ein bestimmtes Milieu begrenzt ist, sondern weit über das hinausgeht, von Neonazis bis hin zur sogenannten bürgerlichen Mitte. Das hat auch mit neuen Aktionsformaten und neuen Räumen zu tun. Stichwort hier identitäre Bewegung, die eben popkulturell zum Beispiel versuchen, Menschen zu erreichen. Oder eben auch die gesamte Kommunikation in sozialen Medien, die dabei eine große Rolle spielen und auch eben nicht zuletzt für die Verbreitung sorgen. Und das ist tatsächlich der wichtigste Unterschied zu vorhergehenden historischen Epochen, wenn man das so möchte, dass das Zeitalter des Internets Inhalte allseitig verfügbar hält und verfügbar macht und durch die sozialen Medien auch sehr viel weiter trägt als von einem Stammtisch zum nächsten. Gleichzeitig sozusagen ist das alles Teil einer kulturellen Auseinandersetzung, die wir erleben. Irgendwie, man könnte das auch als Kampf um eine diskursive Hegemonie bezeichnen. Oder Kulturkampf wird das ganz oft mal bezeichnet, auch Kulturkampf von rechts. Da sei nur so auf Akteure wie das Institut von Staatspolitik, das Götz-Kubitschek oder eben diverse Social-Media-Aktivitäten verwiesen. Kampf um diskursive Hegemonie drückt sich eben auch in Debatten aus. Ich sage hier nur Stichwort Meinungsfreiheit. Jedes Mal, wenn man bestimmte Positionen zurückweist oder in Frage stellt, ist man schnell dabei, Metadebatten führen zu müssen, nämlich die Frage zu klären, ich habe doch ein Recht darauf, das zu denken und zu sagen. Und wenn du das in Frage stellst, dann stellst du meine Meinungsfreiheit in Frage. Und man debattiert dann ganz schnell gar nicht am eigentlichen Problem entlang, sondern an der Frage, wer darf was wie sagen. Und es ist kein Geheimnis, dass das sozusagen ganz oft nur Phantomdebatten sind, weil es eben gar nicht um die
per se um die Eingrenzung der Meinungsfreiheit geht. Und eben, was sozusagen diesen Ausbruch aus diesen Kernmilieus bestärkt hat, sind eben die momentane Beliebtheit von Verschwörungstheorien und rechte Propaganda. Hier sei aber auch schon mal das Stichwort Reichsbürger genannt. Hat der eine oder der andere von Ihnen vielleicht schon mal gehört? Das ist auch kein neues Phänomen. Also diese Idee, dass die Bundesrepublik keine Legitimität hat oder gar nicht erst existiert oder dass man einen eigenen Staat gründen kann, einfach Kraft der eigenen Aussage. Das ist lange Zeit belächelt worden, ist dann aber sehr stark auch ein Problem von Kommunen und Kommunalverwaltung geworden, also weniger für die Gemeinwesenarbeit, aber vor allen Dingen für die Kommunalverwaltung und hat mittlerweile jede Menge Schnittmengen auch zu den sogenannten Querdenkern oder der eben allgemein gesagt der Anti-Corona-Bewegung. Und jetzt versuche ich mal wieder hier weiterzukommen. Ach, das klappt. All diese Phänomene haben sozusagen den Gesamtzustand, wenn man so möchte, verändert, unter dem wir uns gerade unterhalten. Also wir haben das seit einigen Jahren das Gefühl, dass wir Fragen neu diskutieren müssen, dass Fragen neu angesprochen werden, auch in der Arbeit, im Engagement vor Ort, wo man immer dachte, die Fragen, die gibt es gar nicht mehr. Also dass man sich darüber unterhalten muss, ob Antisemitismus eine legitime Politik oder eine legitime Meinung sei, dass irgendwie bestimmte Grundsätze und Regeln in Frage gestellt werden. Das sozusagen ist alles in den letzten Jahren, hat es auch durch Social Media zugenommen. Grenzen des Sagbaren oder Dinge, von denen man meinte, dass man sie nicht mehr hören muss in der öffentlichen Kommunikation, haben zugenommen. Hier sei nun das Stichwort AfD erwähnt. Und eben, es hat so eine Verschiebung gegeben, dass viele Dinge, das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so neu, eher problemorientiert diskutiert werden und nicht mal lösungsorientiert. Es geht eben nicht mehr darum, beispielsweise die Frage zu stellen, wie kann man irgendwie die Parkplatzsituation gemeinsam oder die Verkehrssituation im Stadtteil verbessern, sondern es wird darüber debattiert, wer nun das größere Problem darstellt, die FahrradfahrerInnen oder die AutofahrerInnen zum Beispiel. Und das Ganze ist verbunden mit einem Prozess der Radikalisierung. Das kann man sehr schön an den sogenannten Hygienedemos oder Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten sehen, die angefangen haben mit Mahnwachen und Kundgebungen und mittlerweile damit enden, dass beispielsweise das Landratsamt von Augsburg gestürmt und die Büros verwüstet worden sind oder ebenso symbolisch bildhaft der Reichstag gestürmt werden sollten, bis hin eben zur ganz unmittelbaren Aggressivität im Umgang mit bestimmten Menschen. Und das ist tatsächlich eine Radikalisierung, die einem Sorgen machen muss, auch mit Blick auf ganz gravierende Folgen. Denn wenn wir uns die Terroranschläge der letzten Jahre anschauen, insbesondere im rechtsextremen Milieu, dann sind die alle zurückzuführen auf Verschwörungserzählung. Also diese Idee des sogenannten großen Austauschs, dass die UNO in Kooperation mit der EU und der Bundesregierung dafür sorgt, dass die Bevölkerung ausgetauscht und ersetzt werden soll durch Migrantinnen, ist eine der maßgeblichen Push-Faktoren für gewaltbereite Radikalisierung. Vor allen Dingen junger Männer, die dann zu solchen Attentaten wie in Christchurch oder auch in Hanau geführt haben. Oder eben auch der Attentäter von Halle, ich bin ja aus Sachsen-Anhalt, war eben durch solche Erzählungen geprägt. Also insofern haben wir es tatsächlich mit einer realen Gefahr und einer Dynamik zu tun, die man durchaus im Auge behalten muss, auch sicherheitspolitisch. Im Kern der nächsten Ausführung soll natürlich irgendwie Verschwörungserzählung stehen. Da möchte ich vorweg nur darauf hinweisen, dass ich nicht vorhabe, mit Ihnen die einzelnen Erzählungen durchzugehen. Die finden wir alle sehr schnell und einfach im Internet. Die kann man in Büchern und in Broschüren nachlesen. Wenn man mehr Zeit hat, kann man auch daraus ein erkenntnisreiches Spiel machen, indem man sich selber Verschwörungserzählungen bastelt und dann darum wetteifert, welche denn am wahrscheinlichsten sein könnte, um so die Dynamik zu verstehen. Die Zeit haben wir heute nicht. Insofern, ich gehe aber auch davon aus, dass Sie jede Menge Art von Verschwörungserzählungen schon gehört haben und möchte nur sozusagen ein bisschen auf der Metaebene darauf hinweisen, was da die Probleme sind, die wir sehen und die damit verbunden sind und dann damit zugleich einen
Literaturtipp geben, eines der aktuelleren Bücher zum Thema, die auch schon die Corona-Krise mit aufgreifen, ist das von Katharina Nokun und Pia Lamberti unter dem Namen Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Das liest sich sehr gut und beschäftigt sich intensiv auch mit psychologischen und psychischen Fragen hinsichtlich von Verschwörungen, und das gibt so einen ganz guten Rundumschlag. Und daraus entnommen ist auch eine Definition, die ich ganz passend finde. Sie sprechen im Übrigen von Verschwörungserzählung, weil die Theorie ja immer den Anschein erweckt, das wäre eine reale, diskutierbare Variante der Gesellschaftsdeutung. Das sind Verschwörungserzählungen gewöhnlicherweise nicht. Deswegen sprechen Nokun und Lamberti, aber auch wir, von Erzählungen oder Mythen, oder man kann auch, wenn es ein ganzer Komplex ist, von einer Verschwörungsideologie reden. Und Kennzeichen solcher Erzählung ist eben die Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel die Pandemie oder auch ganz real politisch bestimmte Ereignisse in der Welt, beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Da ist eigentlich alles drin, was eine klassische Verschwörungserzählung ausmacht. Es geht um Annahmen, also nicht um Befunde, sondern um Annahmen. Das ist eben der Gegensatz zu einer Theorie, beziehungsweise eine Theorie nimmt ja auch Dinge an oder stellt Thesen auf, versucht sie dann im Weiteren zu beweisen. Das tun Verschwörungserzählungen in dem Sinne nicht. Und es geht immer um die Idee einer Macht im Hintergrund, die die Geschicke der Welt beeinflusst oder lenkt. Und es geht immer darum, negative Erzählungen zu erzählen. Also es geht jetzt nicht darum, dass sich eine geheime Gruppe zusammensetzt, um die Welt zu verbessern, sondern der Bevölkerung zu schaden. Und es geht darum, dass das Erzählungen sind und Ziele, worüber man im Dunkeln gelassen wird. Das ist insofern interessant und auch widersprüchlich, weil ja die Massivität der Erzählungen und auch die Massivität der Verbreitung in Social Media ja eigentlich nahelegt, dass die Ziele, wenn es die denn gäbe, gar nicht so sehr im Dunkeln sind, sondern mittlerweile grell erleuchtet. Aber das ist eben auch eines der Kennzeichen von Verschwörungserzählungen, dass sie eben nicht immer widerspruchsfrei sind. Das Denken könnte man irgendwie mit ganz gut umschreiben mit einer englischen Abkürzung. Verschwörung ist ja Conspiracy auf Englisch. Wenn man sozusagen die ersten 7 Buchstaben nimmt, hat man so psychisch gesehen die Denkschablonen beisammen, die Menschen ausmachen, die an Verschwörungserzählungen glauben oder sie vertreten, und die auch, glaube ich, schon ganz gut beschreiben, mit welchen Herausforderungen wir es zu tun haben. Verschwörungserzählungen sind meistens widersprüchlich. Wenn man versucht, die argumentativ auseinanderzunehmen, kommt man halt auf Widersprüche und Dinge, die gar nicht logisch erscheinen, aber trotzdem irgendwie zusammengedacht werden, bis dahin, dass sich ausschließende Verschwörungserzählungen gemeinsam geglaubt werden. Also mal ganz banal gesagt, es gibt Menschen, die davon ausgehen, dass Elvis Presley noch lebt und im Eis der Antarktis darauf wartet, wieder zu uns zu kommen. Und gleichzeitig können sie aber auch daran glauben, dass Elvis Presley nicht einfach eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern gezielt ermordet worden ist von der CIA. Schließt sich beides offensichtlich miteinander aus, ist aber sozusagen in Anführungsstrichen, in einem Warngebäude trotzdem zusammengebunden. Es geht um Generalverdacht. Es wird eben immer ein pauschalisierender Verdacht gegenüber Einzelpersonen oder bestimmten Gruppen ausgesprochen, wie etwa irgendwie mit Blick beispielsweise auf Bill Gates, dem es nur darum gehen würde, irgendwie Impfkampagnen zu lancieren, um damit sozusagen sich zu bereichern und seine Chips unter die Menschen zu bringen. Es geht immer darum, um die Idee, dass üble Absichten existieren, die man aufdecken muss. Und sozusagen das Grundrauschen, was dahinter steht, ist immer, dass etwas nicht stimmt, etwas nicht in Ordnung ist. Das ist ja auch nachvollziehbar, insbesondere in Krisenerscheinungen sind Dinge nicht, erscheinen nicht in Ordnung, sind auch nicht so, wie sie sein sollten. Und das Ganze wird aber eben verbunden mit Generalverdacht und üblen Ansichten. Verschwörungserzählungen gehen auch immer darum, dass diejenigen, die sie verbreiten, sich als Opfer einer bestimmten Verschwörung sehen.
Und ein charakteristisches Merkmal ist, dass in der Regel Leute, die tatsächlich Verschwörungserzählungen glauben, immun sind für Beweise. Das macht den Umgang auch so schwierig, weil man sehr viel darüber erzählen kann und nahelegen kann, dass bestimmte Erzählungen offensichtlich nicht stimmen können. Das kommt aber nicht unbedingt an. Oder es wird beendet mit dem Satz, aber es könnte ja so sein. Aber genau die Tatsache, dass es so widerlegt wird, zeigt doch, wie clever diejenigen sind, die die Verschwörung veranstalten. Und es geht um Zufälligkeiten, die uminterpretiert oder interpretiert werden. Da gibt es ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Umberto Eco das Foucault'sche Pendel mal gelesen hat. Da gibt es eine Szene, wo die Hauptprotagonisten die Architekten sind, aus dem Fenster schauen in Paris und auf so eine Imbissbude schauen und dann darüber sinnieren, ob die Verhältnisse der Größen, also der Höhe und der Breite und der Länge der Bude, ob die nun zufällig sind oder ob die eine Aussage haben und auf bestimmte Jahreszahlen und die Freimaurer verweisen und die Kreuzritter. Und das ist irgendwie sehr schön und sehr unterhaltsam zu lesen und zeigt aber, wie Zufälligkeiten interpretiert werden und in ein Warngebäude integriert werden. Was wichtiger noch ist, als die einzelnen Verschwörungserzählungen sich im Einzelnen anzuschauen, ist so die Frage, sich nochmal zu überlegen, was bringt eigentlich Menschen dazu, solchen Erzählungen nachzugehen oder sie zu glauben? Also warum glauben Menschen an Verschwörungen? Da geht es zum ersten Mal irgendwie um das große Staunen und die Frage, wie kann man unerklärliche Dinge eigentlich erklären? Also mit Blick auf die Pandemie etwa, diese großen Fragen zu beantworten, warum sind wir, warum bin ich gerade davon betroffen, warum passiert das gerade hier und nicht woanders? Oder auch, um das auf banale Dinge zu tun, Prinzessinnen wie Prinzessin Diana sterben nicht einfach an einem können nicht einfach an einem Autounfall sterben, das kann nicht sein. Oder ganz makaber und ganz jüngst im Internet gesehen, gibt es tatsächlich mittlerweile die Debatte, ob Thomas Oppermann eines natürlichen Todes gestorben sei, weil wenn er kurz vor einem Interview im Fernsehen stirbt, dann muss das irgendwie unnatürlich sein, weil das kann nur darum gehen, dass er irgendwelche Dinge aufdecken wollte, Machenschaften der Bundesregierung und das sollte verhindert werden. So makaber wie das ist, es dauert eben tatsächlich keinen Tag, dass solche Theorien publik werden und das geht eben vor allen Dingen darum, wir suchen nach Erklärungen von Dingen, die sich nicht so ohne weiteres erklären lassen. Oder mit Blick auf die Pandemie. Es kann doch nicht sein, dass eine zufällige Mutation eines tierischen Virus solch eine gigantische Katastrophe weltweit auslösen kann. Dafür muss es eine plausible Erklärung geben, und die kann nicht die Laune der Natur sein. Verschwörungserzählungen dienen der Orientierung und dem Halt in unsicheren Zeiten. Sie versuchen, komplexe Dinge, die schwer zu durchschauen sind, zu erläutern und zu erklären. Sie versuchen irgendwie ein Gerüst zu geben, an dem man sich festhalten kann, wenn es um Unsicherheit geht. Und sie versuchen, den Kontrollverlust, den man irgendwie fühlt oder den man tatsächlich hat in unklaren Situationen oder auch bei unsicherer Zukunft, beispielsweise mit Blick auf die Notlagen aufgrund der Pandemie und der Beschränkungen, die da hervorgerufen wurden, irgendwie ein Gerüst zu geben, an dem man sich halten kann und zumindest sagen kann, ja, da gibt es eben eine fiese Verschwörung im Hintergrund und die muss man nur aufdecken und dann wird auch alles wieder gut. Oder selbst wenn nicht wieder alles gut wird, wissen wir wenigstens, woran das liegt und wer daran Schuld hat. Eng damit verbunden sind Themen wie Ordnung und Struktur. Menschen neigen dazu, im Chaos und der Unordnung oder im vermeintlichen Chaos eine Ordnung und eine konkrete Struktur zu suchen und klare Verantwortlichkeiten zu finden. Also irgendwie, es geht immer um die Frage, wer ist eigentlich schuld oder wer sollte schuld an der Misere sein, in der wir sind, in der man selber ist oder in der man meint zu sein. Und nicht zuletzt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, geht es dabei auch immer um Identität, um Abgrenzung. Man sieht sich selbst als eine Teil einer besonderen Gruppe, also man gehört zu den Erleuchteten, wenn man so möchte, die erkannt haben,
worum es sich eigentlich dreht. Und man schließt sich mit denjenigen zusammen, die das ebenfalls erkannt haben. Und gemeinsam kann man dem dann eben alles bewältigen und Leute überzeugen. Und die, die das nicht glauben, das sind halt die schlafenden Schafe, die Schlafschafe, die eines Tages aufwachen werden und merken, dass sie von Wölfen umzingelt sind und nicht von Schäferhunden beispielsweise. Und also das sozusagen ist eine wichtige Motivation, irgendwie auch psychologisch gesehen, dass Verschwörungserzählungen dazu beitragen, Identität zu bilden und sich selbst zu bestärken in den eigenen Ansichten und über Social Media natürlich auch Bestärkung finden, indem Ansichten entsprechend geteilt werden. Und das sozusagen ist dann das letzte wichtige Motiv. Es geht halt immer um Entlastung und Empowerment. Man möchte entlastet werden von der eigenen Verantwortung, etwa dafür Sorge zu tragen, dass man nicht zu nah mit anderen Menschen momentan Kontakt hat oder an die Maske denkt oder mit dem eigenen Handeln beeinflusst, wie das Pandemiegeschehen voranschreitet. Und es geht um Empowerment, indem man durch die Verschwörung begibt man sich selber ja in eine Opferrolle, aber indem man eben sagt, wir wissen ja, wer dahinter steckt, wird man zugleich, geht man in den Angriffsmodus über. Und da wird dann eine Verschwörungserzählung gefährlich, weil eben Menschen sich dann nicht nur als Opfer einer Verschwörung sehen, sondern daraus Handlungen ableiten im Sinne eines Angriffs, sei es mit diskursiver Art oder eben mit Stichwort auf Terroranschläge auch ganz gewalttätiger Art. Das heißt, es geht um die Wandlung der Opferperspektive in eine Position der Stärke. Das steckt ganz oft hinter solchen Verschwörungserzählungen. Und wenn wir uns anschauen, welche Verbreitung das findet, habe ich hier mal eine Untersuchung mitgebracht, die ist noch aus den Jahren 18, 19. Das macht vielleicht Sinn, weil man ja auch sagen könnte, okay, Corona ist eine außerordentlich besondere Situation, die irgendwie erklärbar macht, warum Verschwörungen gerade so verbreitet sind. Aber wenn wir uns das anschauen, die Idee etwa, dass es geheime Organisationen gibt, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben, teilen na so etwa 50%, fast 50% der Bevölkerung. Was ja auch nicht heißt, dass es nicht tatsächlich geheime Organisationen gäbe, aber sozusagen in dieser Gemengelage zeigt es eben schon eine prinzipielle Anfälligkeit auch für Verschwörungserzählungen. Oder eben die Idee, dass PolitikerInnen Marionetten von dahinterstehenden Mächten sind. Auch das sagt etwa ein Drittel der Befragten oder dann hochgerechnet der Bevölkerung. Also Sie sehen, je abstruser das so ein bisschen wird, desto nimmt es so ein bisschen ab. Aber beim Klimawandel sehen Sie das zum Beispiel auch da, immerhin 10% sagen, dass die Studien einfach gefälscht werden müssen. Vielleicht ist das mittlerweile sogar noch in Zunahme begriffen, aber Sie sehen, so im Schnitt zwischen 30% und 50% sind prinzipiell anfällig für Verschwörungserzählungen. Was nicht unbedingt heißt, dass das alles dann Hardcore-Vertreterinnen bestimmter Verschwörungserzählungen sind, aber was sozusagen die Debatte so schwierig macht, weil natürlich Zweifel existieren, Zweifel angesprochen, gezielt getriggert werden und dann auch die Debatte prägen können. Umgekehrt, und das macht Frau Nokun in ihrem Buch auch sehr schön, muss man natürlich sagen, gibt es ja nicht so nur das Entweder-Oder, weil sozusagen die Annahme, dass es überhaupt keine Entscheidung jenseits des eigenen Wissens gibt, ist eben eine komplette unkritische Haltung, beispielsweise gegenüber Politik oder Regierung, wäre auch eine schwierige Haltung. Insofern ist es immer eine Gratwanderung irgendwie, ob man dann eher zu Verschwörungserzählungen neigt oder eine in Anführungsstrichen gesunde kritische Einstellung gegenüber dem hat, was gesellschaftlich gerade debattiert wird oder auch nicht. Verschwörungserzählungen haben natürlich auch Interessen, dahinter liegen natürlich auch Interessen und Nutznießerinnen. Es ist ja nicht nur so, dass solche Erzählungen vom Himmel fallen und geglaubt werden oder überreicht werden auf steinernen Tafeln und dann irgendwie in die Bevölkerung getragen werden, sondern sie werden auch gezielt weiterverbreitet oder gezielt initiiert, zum einen aus Propagandagründen. Es geht sehr oft um die Verbreitung rechtsextremer Ideologien
und Kampagnen für eine menschenfeindliche Politik. Nicht von ungefähr stehen in ganz vielen Verschwörungserzählungen Jüdinnen und Juden im Mittelpunkt, als die, die irgendwie beschuldigt werden, üble Dinge zu verbreiten. Verschwörungserzählungen sind aber auch ganz nüchtern gesehen ein Geschäftsmodell zur Verbreitung der eigenen Marke und der Steigerung von Verkaufschancen, etwa von Verlagen wie der Kopp Verlag oder Compact, das ist so diese Zeitschrift von Jürgen Elsässer, oder auch im Gesundheitswesen und in der Kosmetikbranche spielt das eine Rolle. Esoterisch angehauchte Verschwörungserzählungen sorgen eben dafür, dass Menschen das annehmen und die entsprechenden Produkte zu kaufen, etwa um sich zu schützen. Es geht um Mobilisierung, also um die Verunsicherung von Menschen und die Motivierung zum Handeln. Da sei nur auf die Demonstrationen der letzten Wochen verwiesen, die das sehr deutlich gemacht haben. Es geht aber auch sehr konkret um Macht. Das sieht man zum Teil auch ein Stück weit in Amerika, gerade jetzt in der Wahlkampfphase, dass Verschwörungserzählungen natürlich auch genutzt werden, um Wahlen, Wahlverhalten zu beeinflussen oder politische Entscheidungsprozesse. Und es geht um Etablierung bestimmter Positionen und Ansichten, Akteure im Gemeinwesen. Also Leute, die mit ihren Verschwörungserzählungen dort Wort und Gehör finden, werden möglicherweise eben auch anerkannt und akzeptiert mit dem, was sie tun und wollen damit auch das Gemeinwesen unter Umständen verändern. Das Ganze könnte auf einer abstrakten Ebene eher unterhaltsam sein, wenn man sich so besonders krude Verschwörungserzählungen anschaut, dann irgendwie hat das auch einen Unterhaltungswert. Aber deswegen sitzen wir ja auch alle heute hier zusammen, irgendwie im Konferenzraum, im Digitalen. Damit verbunden sind eben sehr konkrete Herausforderungen und Gefahren, die ganz harmlos anfangen von der Lähmung und Ressourcenbindung. Also wenn Sie sagen, Sie sind im Stadtteil damit konfrontiert, dass Leute solche Erzählungen verbreiten, Sie wissen nicht, wie Sie damit umgehen oder Sie müssen sich ständig damit auseinandersetzen, dann bindet das Ihre Zeit, Ihre personellen Ressourcen. Es lähmt Sie vielleicht, weil Sie keine Ahnung haben, was machen Sie denn jetzt? Also das ist sozusagen eine permanente Dauerbelastung für diejenigen, die dem ausgesetzt sind. Verschwörungserzählungen verstärken und polarisieren, weil dahinter immer diese populistische Grundannahme, dass die gegen uns steckt. Sie dienen vor allen Dingen der Verbreitung antisemitischer und rassistischer Denkmuster. Das habe ich ja vorhin mit dem sogenannten großen Austausch verdeutlichen versucht. Sie verbreiten unter Umständen Angst und Panik. Sie führen aber auch zur Radikalisierung und Gewaltanwendung und sie können die Gesundheit gefährden und psychische Belastung darstellen. Und zwar nicht nur für diejenigen, die dem kritisch gegenüberstehen, die dann das ausbaden müssen, wenn Leute sich zum Beispiel an Hygienevorschriften nicht halten, sondern auch für die Person selber. Also die Idee, Bleichmittel zu trinken, weil das die Viren abtöten würde, oder das Gefühl zu haben, man wird stets und ständig verfolgt, das macht eben auch was mit den Menschen selber, die diese Verschwörungserzählungen vertreten. Wir sind eben nicht nur in einem gewissen Sinne in Anführungsstrichen Täter oder Täterin, sondern auch Opfer ihrer eigenen Verschwörungserzählung, was auch auf ihre eigene Substanzbelastung gehen kann. So, ich brauche vielleicht 5 Minuten länger und skip ein bisschen was. Grundsätzlich kann man sich die Frage stellen, soll und muss man darauf reagieren? Da sagen wir immer, ist für uns die Frage relevant, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und wie diese aussehen soll. Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten können, dann müssen wir uns mit Phänomenen auseinandersetzen, denen es ebenfalls darum geht, zu beschreiben, wie die Gesellschaft aussehen soll. Und wenn das nicht dem entspricht, den Vorstellungen, die wir davon haben, dann irgendwie allein das schon ist dann eine Auseinandersetzung wert. Und insbesondere, wenn es um die Verteidigung einer offenen und liberalen Gesellschaft geht. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir in der Lage sind, Verschwörungserzählungen zu erkennen. Das ist meistens nicht sehr schwer, aber manchmal auch sehr diffizil, dass man sie deuten kann, dass man eine Idee hat, ob Leute nur an eine
merkwürdige Theorie glauben oder irgendwie gerne sich damit beschäftigen oder ob sie damit konkrete Ziele verbinden, etwa im Sinne einer rechtsextremen Bewegung. Und es geht um die Frage, wollen und müssen wir handeln, angefangen vom Nachfragen und Widersprechen bis hin zum Protestieren oder auch zu der Entscheidung, wir können das nicht alleine stemmen, wir brauchen dafür Beratung und Hilfe oder eben beispielsweise auch die Polizei. Ich will das an zwei Rollen klären, weil die Frage immer ist, mit wem wir uns auseinandersetzen wollen. Das war ja in dem Pad auch vorhin zu sehen. Es gibt einerseits die private Beziehungsebene in der Familie, bei Freundinnen, bei Kolleginnen, wo man dann überlegt, wie geht man damit um. Und da hat man sicherlich ganz andere Möglichkeiten als im Beruf und Ehrenamt, wo man sozusagen nicht ganz so nah an den Menschen dran ist. Und da ist immer die Frage, gibt es so ein paar Dinge, die man so als Gerüst mitgeben kann, die vielleicht helfen, Situationen zu entscheiden und Wege zu finden, damit umzugehen? Zunächst wäre immer zu klären, wer davon betroffen. Ist nur die Person selber, die glaubt, dass das Virus nicht existiert, das Coronavirus? Ist die Person alleine davon betroffen? Sind davon andere betroffen? Werden von Verfechtern von Verschwörungserzählungen andere bedroht? Stellen sie eine Gefahr für das Gemeinwesen dar? Je nachdem muss man natürlich da anders agieren. Wenn Leute in ihrem privaten Bereich an Reptiloiden glauben, dann ist das vielleicht skurril, muss sie aber nicht weiter stören, wenn es um die Stadtteilarbeit geht, wenn das Auswirkungen auf den Stadtteil hat, auf die Sicherheit und das Sicherheitsbedürfnis der Menschen, dann muss da schon eine Klärung her. Es geht auch wenig darum, um Überzeugung, das muss ich vielleicht auch nochmal zugeben. Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, lassen sich nicht mit Argumentationstrainings und gezielten Argumentationen in der Regel nicht davon abbringen. Also da muss man einfach sagen, also wenn Leute Fragen stellen und irritiert sind, dann geht das schon. Wenn sie aber fest daran glauben, dann haben sie kaum eine Chance, da argumentativ gegen vorzugehen. Und im Grunde genommen muss man sagen, ist das auch Zeitverschwendung. Dann geht es eher darum, Gefahren zu vermeiden und irgendwie Dinge so zu regeln, dass sie nicht ständig davon belastet werden. Also es geht da vor allen Dingen um Gegenrede, vor allen Dingen dann, wenn es um diskriminierende und menschenverachtende Äußerungen geht im Stadtteil. Das beeinflusst ja auch das Klima vor Ort. Es geht um Solidarität, wenn Verschwörungserzählungen gezielt gegen bestimmte Gruppen richten, sich etwa gegen Roma und Sinti oder Jüdinnen und Juden oder die Migrantinnen im Stadtteil, dann ist es eben nicht nur wichtig, Umgang zu finden mit denjenigen, die diese Erzählung verbreiten, sondern auch solidarisch mit denen zu sein, die davon betroffen sind. Und es geht um Klarheit. Also vor allen Dingen mit Blick auf Verschwörungserzählungen ist es wichtig, nachvollziehbare Regeln aufzustellen und zu kommunizieren. Mit Blick auf die Hygienevorschriften etwa. Und ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Kirchengemeinde. Wenn sehr klar geregelt ist, wer wann die Kirche betreten darf, unter welchen Umständen, ob eine Maske getragen werden muss oder nicht, dann kann man vor dem Hintergrund dieser klaren Regeln auch agieren und Regelverletzungen ahnden. Wenn das eigentlich alles so diffus ist und niemand so richtig weiß, machen wir das in dem einen Fall so oder in dem anderen, dann wird es halt schwierig, auch in der Konfrontation mit VertreterInnen von Verschwörungserzählungen einen Umgang zu finden. Es geht um Konsequenz. Wenn Sie für sich Regeln oder Leitbilder aufstellen, dazu kann ja auch gehören, dass andere Menschen nicht diskriminiert werden sollen und sei es durch Verschwörungserzählungen, dann muss man diese Regel auch versuchen umzusetzen, Grenzen zu ziehen, auch darüber nachzudenken, wo kann eine Zusammenarbeit nicht mehr funktionieren oder wo muss eine Zusammenarbeit beendet werden oder wo muss klar auch öffentlich Position bezogen werden. Es geht um Empowerment, wenn Sie in Bereichen arbeiten, die beispielsweise Ehrenamtliche anleiten. Dann ist es besonders wichtig, dass diejenigen unterstützt werden, die ihre Regeln durchsetzen müssen. Wenn ich das Beispiel Kirchengemeinde nochmal nehmen darf, wenn der Pfarrer sehr klar und deutlich bei der Formulierung der Regeln ist, dann hilft es auch den Gemeindemitgliedern, die etwa am Eingang stehen und dafür sorgen müssen, dass Leute mit Mundschutz, ohne Mundschutz nicht die Kirche betreten sollen. Also auch da braucht es sozusagen die Unterstützung und die Positionierung der Vorgesetzten oder der BegleiterInnen und
Koordinatoren im Gemeinwesen. Und es geht zugleich immer um Öffentlichkeit, also um die Frage, inwieweit müssen bestimmte Themen öffentlich behandelt werden, muss Transparenz über die Regeln, die man gemeinsam aufstellt, hergestellt werden oder muss auch veröffentlicht werden, dass Leute mit ihren Erzählungen das Zusammenleben im Gemeinwesen zum Beispiel bedrohen oder gefährden. Aber im Grunde genommen muss man das auch immer im Einzelnen sich sehr genau anschauen. Auf der privaten Ebene kann man dann nochmal ganz anders agieren, indem man beispielsweise da nochmal sehr konkret fragt. Da macht es vielleicht auch Sinn, nicht nur Regeln aufzustellen und deren Einhaltung zu beachten, sondern da sollte man nochmal für sich selber klären, was will man denn erreichen? Geht es einem nur darum, am Frühstückstisch gemeinsam miteinander auszukommen oder irgendwie stört das gemeinsame Zusammenarbeiten? Wird es dadurch gestört, dass der Kollege, die Kollegin bestimmte Erzählungen immer wieder wiederholt und alles in Frage stellt? Also da geht es dann um Fragen, möchte ich nur meine Ruhe und meinen Frieden haben? Möchte ich den anderen oder die andere davon überzeugen, dass die Positionen schwierig und problematisch sind? Das muss man dann klären. Und wenn man das geklärt haben, muss man klären, in welchen Räumen diskutiert man denn das? Macht man das alleine, privat, in der Küche oder im Büro mit der Kollegin, mit dem Kollegen? Muss man dafür etwa eine Mitgliederversammlung einbeziehen oder sollte die Nachbarschaftshilfe eine Rolle spielen? Brauche ich andere Personen, die ich dort mit einbeziehen möchte oder mache ich das für mich selber aus? Und da ist es, und es geht dann vor allen Dingen auch um Deeskalation, weil sie haben nichts gewonnen, wenn die Leute dann in den Angriffsmodus übergehen. Im privaten Bereich ist das einfacher als im Gemeinwesen. Man muss sich immer wieder sagen, es gibt eine Trennung zwischen Person und Position. Also man muss die Person respektieren und kann die Position dieser Person aber trotzdem in Frage stellen. Und es geht vor allen Dingen um das Interesse. Menschen, die Verschwörungserzählungen vertreten oder anfangen, sich damit zu beschäftigen, tun das ganz oft, weil sie konkrete Sorgen haben, weil sie konkrete Dinge für sich nicht klären können, weil sie nicht weiter wissen, weil sie krank sind, weil sie Ängste haben. Und manchmal helfen, kann es einfach helfen zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Ich nehme wahr, dir geht es gerade schlecht. Und dann darüber zu reden und eben nicht über die Verschwörungserzählung. Und manchmal können Dinge sich auch darüber klären. Und es geht immer um eine Prozess- und Ergebnisorientierung. Das heißt, man muss dann immer schauen, wo geht denn gerade die Reise hin und gibt es irgendeinen Punkt, wo man dann nicht mehr kann. Also man kann sozusagen nicht an sich selbst den Anspruch haben, Dinge bis zum Letzten zu klären. Manchmal braucht es auch einfach die Formulierung und Entwicklung von Exit-Strategien, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Bereich oder ein Raum, den ich betrete, der macht mich selber krank und den kann ich nicht aushalten und ich versuche da rauszukommen. Das ist manchmal sehr viel schwerer, als die Entscheidung zu treffen, sich in den Konflikt zu begeben oder Fragen zu stellen, zu diskutieren, ist zu sagen, hier ist eine Grenze, hier kann ich selber nicht mehr, hier möchte ich mich nicht gefährden oder mich selber psychisch belasten. Und dann bleibt dann danach immer noch die Frage, wie kann man das Zusammenleben gemeinsam noch gestalten? Ja, das war's von mir. Ich glaube, im Einzelnen kann man das dann noch anhand von Fragen weiter aufrollen. Mir war es aber wichtig, vor allen Dingen auf der grundsätzlichen Ebene so ein paar Leitideen mitzugeben. Ich mache vielleicht diese eine Folie noch mal kurz auf, um sozusagen sich daran lang zu hangeln, um zu versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Denn das ist eben tatsächlich der Wermutstropfen, den Masterplan, den man verbreiten kann, um zu sagen, das ist der Plan, mit dem man solchen Erzählungen begegnen kann und man wird Erfolg haben, den kann ich Ihnen leider nicht bieten und die werden Ihnen auch die Bücher nicht bieten, die es zum Thema gibt. Aber es hilft, die Motive und Beweggründe für solche Erzählungen zu verstehen und sich selber gezielt damit auseinanderzusetzen und dann anhand solcher Kriterien sich auch entsprechende Gespräche vorzubereiten. Vielen Dank erstmal bis hierher und vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.